Ja, ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Diesmal bin ich auch nicht lauter als alles andere. Wir sind, von einem Klicker gekillt worden in der letzten Episode. Und müssen uns jetzt hier mit Ellie und Tess durchschleichen. Klicker sind zum Glück blind, aber die Runner nicht. Taschenlampe aus. Munition mitnehmen. Nicht jetzt. Warte mal, ich kann ihn ja hierher locken. Ja, komm her, genau. Guck mal, ob keiner guckt. Nein, hier bleiben. Ich hoffe, das kriegt jetzt keiner mit. Jetzt bin ich ganz schön am Arsch. Okay, da oben sind die beiden. Da steht noch ein Klicker. Das ist aber nicht so schlimm. Den Klicker kriegen wir mit dem Messer ganz gut beseitigt. Wir müssen noch ein Runner. Das sollten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Wow, Kollege, ich weiß nicht, ob es dir gut geht. Scheinbar geht's dir nicht gut. Ich meine, du bist von Pilzsporen befallen und rennst jetzt wie so ein Zombie durch die Gegend. Oh nein! Schnell weg! Hat die Fette verloren, oder? Sehr gut. Oh oh. Oh oh. Zum Glück bist du blind, Kollege. Abstechen. Das Problem ist, dass das Messer dann weg ist. Come on down. Es tut mir echt so leid, dass ich in den ersten drei Folgen viel zu laut bin. Dieses Spiel hat es halt einfach verdient, im Mittelpunkt zu stehen. Ich laber da mit meiner viel zu lauten Stimme drüber. Das ist halt echt... Das fuckt mich persönlich wirklich sehr ab. Und mag vielleicht auch den einen oder anderen abgeschreckt haben. Aber bitte weitergucken. Es lohnt sich. Auf jeden Fall wegen des Spiels, wenn schon nicht wegen mir. Ansonsten liegt hier nichts weiter rum, okay. Gut, dann geht's weiter. Hier nach oben, würde ich sagen. Das ist auch noch ein bisschen Ammo für mich. Eigentlich können wir die Taschenlampe anlassen, oder? Zum Glück nicht laut. Tess, go! All right, hold on. Hey, couldn't walk this way. Okay, super.
Hier. Wasser. Okay. Das war wohl Alkohol. Doing all right. Sind wir gerade. Ich könnte mir jetzt ein Medikit bauen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich möchte. Wow. Down we go. Down we go. Let's get to it. Ganz recht. Get through here. Watch your back. So. Mach mal den Revolver im Anschlag. Man weiß ja nie. Ach, nachladen können wir nochmal. Zumindest nochmal eine Patrone nachschieben. Ach, hier. After we get back, we can take it easy for a little while. You want to take it easy? Hey, you're the one always going on about laying low. And you always brush me off. Well, I won't this time. I believe it when I see it. Du hast auch gelitten. Na gut, dann einmal vorbei an dir. Leute, hier. Da kommen wir hoch. Weil das Wasser runterläuft. Jo, nee. Und jetzt? Ach, hier drunter durch. Through here. Komm, Mats. Mehr mitnehmen. Joe, over here. Jo, bin dabei. Was ist jetzt hier? Okay. Pillen. Look at his sleeve. Firefly. Yep. These guys aren't doing well in or out of the city. Molotov. Setze Molotov-Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar andere entzünden. Mit L2 kannst du Molotov-Cocktails im Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in eine Deckung gegangen sind. Geh sorgsam mit deinen Vorräten um. Für Molotov-Cocktails brauchst du die gleichen Bestandteile wie für Medikits. Okay. Achso, ich kann noch mal ganz kurz gucken hier, ne? Lauschmodus Distanz ist jetzt nicht so. Ich hätte gerne schwankende Waffe reduziert. Und Messermeister hätte ich gerne. Das sind so die beiden Sachen, die ich auf jeden Fall gerne hätte. Auch, glaube ich, so die sinnvollsten Sachen. Medikit schneller verwenden ist jetzt nicht so essentiell. Hoch oder was guckst du hier? Dass er ihn auch direkt anzündet, wenn er ihn in die Hand nimmt. Okay, Leute. Wo gehen wir jetzt hin? Können wir jetzt wirklich hier hoch, oder? Okay, ich bin verwirrt. Ja, hier. Over there, it's him. Shit. God, we're almost out. Okay, Joel, you take point, I'll watch the rear. Ellie, no matter what, you stay right on his heels. Sure. You stay sharp. I got it. Ja, die bleibt bei mir. Klicker lautlos. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst.
Ja, wie gesagt, die NPCs werden halt nicht gehört oder gesehen oder sonstiges. Kleines Stückchen. Noch ein kleines Stückchen. Das ist leiser als der Blut. Wir müssen uns noch ein neues Messer bauen, weil wenn wir keins haben, können wir auch keine Klicke erstechen. Bauen wir uns am besten direkt noch eins. Hurry, Joel! Was, hurry, Joel? Entspann dich mal. Nachricht an Derek. Derek von der Buchhandlung lässt uns seinen Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend abgeschlossen wird. 3, 43, 78. Safe benutzen. Die Buchhandlung. Ich glaube, da wollen wir wohl das Gebiet hier säubern. Dass hier keine Klicker mehr rumlaufen. Runner. Wird's hier nicht rüber, oder? Nee. Nicht hier rüber? Ist noch er, oder? Den können wir doch noch abknallen. Sparen wir uns das Messer. Nee, irgendwo ist hier noch einer. Messer wertvoller sind als Munition. Und hier noch eine Flasche, haben wir aber schon. Was haben noch eine? Das ist aber nur ein Runner. Den können wir auch vermöbeln mit unserem Rohr. Das ist der Safe. Okay, wir können ihn noch erwürgen. Völlig fein. Boah, 50. Ich will lieber einen Ziegelstein als eine Flasche. Als Wurfobjekt. Ist hier irgendwo noch einer? Nö, ist hier nicht alles. Ja, dann, also wenn wir genug davon haben, dann können wir uns auch noch einen Molotow herstellen. Medikits haben wir noch zwei. Deswegen denke ich, sollte das völlig fein und völlig okay sein. So. Nochmal ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Die Gegner sind ja jetzt hier echt keine mehr, ne? Coast is clear. Ja, hat sich doch gelohnt, Safe aufzumachen.
doch noch irgendwo eine. Da. Dem haben wir den Kopf zermöbelt. Zermöbelt, ja. Ich erfinde Worte. Nee, Ziegelstein. Ich erfinde Worte. Das ist wie bei Enter the Gungeon. Streichelchen. Irgendwo irgendwas. Trollalalalalalala. Und hier waren wir, hier war der Safe, ne? Genau. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter. Ich meine, ich suche nur so akribisch, weil wir halt die Supplies brauchen, ne? Hey! Tess! Mann. Ja, dann geh halt. Hey. Na gut. Holy shit! We actually made it! Everyone okay? Wir haben es durch die U-Bahn geschafft. Yes, let's move. Durch die U-Bahn-Station. You guys are pretty good at this stuff. It's called luck, and it is gonna run out. To where are we going, Tess? Capitol buildings in this direction. Ach, dahin. Okay. Oh, kurz ein ganz kurzes Päuschen. Und gleich wieder da. 2000 Jahre später. So, sorry für das ganz kurze Päuschen, auch wenn es für euch jetzt Let's see what we can find. Quasi eine nicht vorhandene Pause war. Dank der Magie des Videoschnittes. Keiner mit, oder? Hey, völlig fein. Da steht noch einer, da steht noch einer. Slow and steady. So. Und den da auch noch. So. Und dann können wir das Ding da hinschieben. Alright. They're recently infected. Those soldiers must have just turned. Which means there's more in the area. We gotta go. Alright. Aber wir können hier vorher noch mal gucken, ob hier nicht noch irgendwas rumliegt. Also ich suche explizit nach Munition und Teilen, die ich brauche für Messer. Firefly-Anhänger sind mir erstmal egal. Tess! Bitte, danke. Genau das habe ich gesucht. So. Dann können wir jetzt auch weiter. Die Lobster Company. Wow. Joel, was war das bitte? Climb on up. Kommt, Mädels. Wir müssen weiter. Bald schon wieder hell. Oder wollen wir hier weiter, ne? Das ist laut. Okay, double time. Double time. Mach mal den Kollegen. I know. Okay, that's good, go.
Das war cinematic knapp. You got something on your shoe. Gross. Du hast deinen Arm am Schuh. Okay, how do we get out of this place? Let's find out. Ich recht entsinne, gibt's hier die erste Wegbank. Well, that's what she believes. Well, how were you bitten? I mean, you must have been somewhere you shouldn't to find an infected in the zone. Yeah, I'd sneak out. I was in this military boarding school. You'd sneak out? You know, explore the city. Ich glaube, für Upgrade erstmal keine Waffe? That place is completely off limits. How the hell did you get in there? I had my ways. Anyways, one of those, what you guys call runners, bit me, and how's that? I see. Were you with Marlene when you were bitten? No. I went to her for help afterwards. Knowing her, I'm surprised she didn't shoot you. She almost did. Hope she's all right. I told you, she's gonna be fine. Oder? Ich weiß nicht, ob ich was upgraden sollte. Also wir warten immer noch darauf, dass wir 50 davon haben. Ach, schau mal, der Guck. Da ist nix. Zwei Türen, das heißt, alles optional mit Messer zu öffnen. Nö, schade. Wir wollen möglichst alle Türen, die man optional mit dem Messer öffnen kann, auch mit dem Messer öffnen. Weil da immer gutes Loot drin ist. Was hat sie gemacht? Hat sie diese Vase runtergeworfen oder was? Ja, sie hat sie kaputt gemacht. Ja, wir upgraden erstmal keine Waffe, weil wir uns die Upgrades für die... Was zur Hölle ist los mit dir, Joel? Weil wir uns die Upgrade-Materialien für die späteren Waffen aufbewahren, denke ich. Die Pistolen sind jetzt nicht... Shit. Nicht ganz der Knaller. Stimmt, Ellie hat sowas nie gesehen, ne? Es ist 20 Jahre nach dem Ausbruch und Ellie ist 14. Das heißt, sie ist auch nach dem Ausbruch geboren worden. Auch so eine Sache, die ich nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Ja. Ja, moin! Hier kommen wir durch, Leute. Alright, watch your head. Sorry, go! I'm alive. I'll make my way around. Look, they're here. Tess, run! Oh oh, habt ihr da Runner? Oder hab ich den Runner hier? Ach da, okay. Tess. Ja, ich muss dann wirklich mit dem Controller wackeln. Ach, komm schon. So, Klicker und kein Runner. Schon wieder kein Messer mehr. Bauen wir uns mal eben noch eins. Aber langsam wird's knapp. Vielleicht schleichen wir uns am nächsten eher vorbei. Oder wir nutzen mal die hier. Da haben wir volle Munition. Oh oh. Ich höre links noch einen.
bevor ich irgendwelche Kommentare lese, wie schlecht ich... Wow, wie schlecht ich schieße. Aimen ist schwer in dem Spiel. Das ist kein Call of Duty. Das will es auch gar nicht sein. Zwei Schuss haben wir noch. Nein! Ich hätte nicht zielen sollen, dann hätte ich ihm das Ding... Ja. Dann hätte ich ihn betäuben können. So wie es da in dem Tooltip steht. Jetzt leben natürlich beide noch, ne? Jetzt mal auf das Ding. Oh, wir haben ja auch noch Molotovs. Werfen wir mal einen Schein am Kopf. Dann hauen wir ihn mit dem ordentlichen Kopf am Kopf. Warum brennst du nicht? Ich will die ohne Messereinsatz killen. Ich krieg Damage schon durch, ne? Das sollte passen, oder? Brett's jetzt ab. Gut. Gut, gut, gut. Ich finde auch Molotow-Teile sind fast schon leichter zu finden als Messerteile. Ziegelstein haben wir noch einen. Ne, unser Rohr hat ein bisschen mehr Haltbarkeit. Das ist übrigens das, was ihr unter der Waffe seht. Das ist die Haltbarkeit, also wie oft ich damit zuhören kann. Ach, guck mal, Messerteile. Hallo? Dankeschön. Mann, das ist doch hier... Das ist doch hier eine kleine Cafeteria. Wie wär's, wenn ich hier was zu futtern finde? Ah, siehst du? Geht doch. Jupp. There you go. Dafür lohnt es sich, Messer aufzubewahren. Munition. Papier, das. Das Zeug, das Zeug. Das lohnt sich auf jeden Fall. Noch 4 Schuss mit der Pistole rumballern. Hier hinter, okay. Hier liegt ja noch mal Ammo. Da liegt ja noch mal welche rum. So. Wo sind denn Tess und Ellie jetzt? In Ruhe oder was? Stimmt denn nicht mit dir? Geht ja ab bei euch. Ich wollte nur gucken, ob hier noch ein Raum ist. Yo, Tess! Fine. Guys, get in here! The girl! Get the fuck off! Das ist einer.
Menschen werfen. Was too damn close. Das war mal anstrengend, würde ich behaupten. Liegen auch noch so viele Flaschen und so rum. Achso, den Ziegelstein habe ich ja weggeworfen. Alles gut, Tess? Tess, how are you holding up? Just a bit winded. Look this way. This will get us to the roof. Na gut. Können wir die Taschenlampe endlich mal ausmachen? Weil es wird hell, Leute. Es wird hell. We gotta find a way across. There she is. That's our building. Da hinten. Das ist noch ein weiter Weg, würde ich sagen. Aber mit diesem Panoramablick beenden wir die Episode für heute, würde ich behaupten. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Falls noch nicht geschehen, dann auch gerne ein Abo. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns ganz gerne morgen wieder mit mehr The Last of Us Remastered. Bis moin. Ciao, ciao.